Liebe Kinder, heute hört ihr die Gehmaschine von Erwin Moser, gelesen von Papi Knapp. Viel Vergnügen. Die Geschichte von der Gehmaschine. Emanuel Orthopedius war ein alter Mann mit einem weißen Bart. Er lebte in einem Haus auf einem Felsenkegel, ganz allein mit einem Papagei, der dreimal so alt war wie er. Emanuel Orthopedius war noch sehr rüstig. Nur manchmal, wenn der Wind so kalt um den Felsenkegel pfiff, spürte Emanuel seinen Rheumatismus. Dann fiel ihm das Gehen schwer und er musste zu Hause bleiben und sich ins Bett legen. Eines Tages hatte er eine glänzende Idee. Ich brauche eine Gehmaschine, dachte Emanuel Orthopedius. Eine Maschine mit zwei langen Beinen, einen bequemen Sitz und einem robusten Motor darunter. Emanuel konnte sich die Gehmaschine genau vorstellen. Er machte sich gleich ans Werk, hämmerte, hobelte und sägte 3 Tage lang auf seinem Felskegel. Dann war die Gehmaschine fertig. Der Motor war besonders genial gebaut. Er brauchte nämlich als Treibstoff bloß Wasser und den Saft von faulen Baumtomaten. Das war alles. Emanuel machte sofort einen Probespaziergang mit der Gehmaschine und dabei stellte sich heraus, dass sie fabelhaft funktionierte. Die Gehmaschine konnte nicht nur gehen, sondern auch laufen und sogar springen. Man brauchte nur die beiden Hebel vor dem Sitz zu bewegen und je nachdem, wie schnell oder langsam man sie bediente, lief oder ging diese wunderbare Maschine. Doch lange konnte sich Emanuel Orthopedius an seiner Erfindung leider nicht erfreuen. Eines Nachts wurde sie
von Pablo, dem Waschbär, gestohlen. Pablo war ein übler Dieb und Einbrecher. Als er die Gehmaschine am Felsenkegel stehen sah, erkannte er gleich, dass sie ein ideales Gerät für seine Diebestour war. Mit diesen langen Holzbeinchen laufe ich jeder Hundepolizei davon, dachte er und rieb sich die Pfoten. Außerdem brauche ich von jetzt an keine Leiter mehr mitzuschleppen. Von diesem Maschinchen aus kann ich direkt in die höher gelegenen Fensterchen einsteigen und Schätze klauen. Und Pablo wusste auch sogleich ein Haus, an dem er die Gehmaschine erproben konnte. Eigentlich war es kein richtiges Haus, sondern mehr ein Turm. Ein einbruchssicherer Turm, denn das Fenster befand sich hoch oben. Dieses Turmhaus gehörte Sigismund Grunz, dem Sumpfschwein. Sigismund war ein sehr reiches Schwein. Man erzählte sich, dass in seinem Turm Kisten und Säcke mit Goldstücken und Edelsteinen lagerten. Sigismund war ein Schmuckliebhaber, wie die meisten Schweine. Dorthin also lief Pablo Waschbär auf der gestohlenen Gehmaschine. Als er dem Turm ganz nahe war, schaltete Pablo die Gehmaschine auf Kriechgang und näherte sich leise mit ganz leisen Schritten dem Turmfenster. Alles war still. Nur Sigismund Grunz hörte man im Turmzimmer schnarchen. Plötzlich, wenige Schritte vor dem Turmhaus, machte es laut Schnapp! Das linke Bein der Gehmaschine war in ein Fangeisen geraten. Pablo Waschbär erschrak und riss unabsichtlich an einem Hebel. Die Gehmaschine machte einen Satz, verlor das Gleichgewicht und stürzte polternd zu Boden. Da tauchte auch schon Sigismund Grunz mit seiner Flinte im Turmfenster auf. Diebe! Räuber! Schrie er und schoss blindlings in die Finsternis. Pablo nahm nun seine eigenen Beine in die Hand und rannte davon. Miesschwein! Miesschwein, verfluchtes! Schimpfte er. Am nächsten Morgen fand Sigismund Grunz in seinem Garten die gefangene Gehmaschine. Was ist denn das? Murmelte er und schüttelte verwundert den Kopf. Worauf die Einbrecher heutzutage schon kommen? Das Ding sieht wie eine Gehmaschine aus. Gut, dass ich das Fangeisen ausgelegt habe. Die Maschine könnte ich ausprobieren. Sie scheint nur zu funktionieren. Sigismund richtete die Gehmaschine auf und kletterte unter vielen Schwierigkeiten in den Sitz. Ja, er war etwas zu dick, der Sigismund, und saß daher äußerst unbequem. Aber gehen konnte er fabelhaft, ganz ohne was dazu zu tun, und das gefiel ihm. Sigismund ging zum nächsten Dorf. Unterwegs traf er František, den Fuchs. František hatte gerade einen Sack voll Glasperlen im Wettlügen gewonnen und war sehr hungrig. Viel lieber hätte er den zweiten Preis gehabt, eine gebratene Gans, aber den hatte der Vielfraß gewonnen. Oh. Als František das Sumpfschwein auf der Gehmaschine daherkommen sah, hatte er sogleich eine Idee. »Ich kaufe dir die Stelzenmaschine ab, Siggi«, sagte er. »Hier, ich habe einen Sack voll Diamanten, den kriegst du dafür.« »Der Sessel, der ist dir ohnehin zu eng. Ein besseres Geschäft kannst du gar nicht machen.« »Diamanten?« grunzte Sigismund. Gib her,
So, nun besaß František der Fuchs die Gehmaschine. Und was machte er damit? Auf der Stelle lief er zum Moorteich, wo sich die Wildgänse in rauen Mengen aufhielten. Endlich kann ich ins Wasser, ohne nass zu werden, freute sich der Fuchs. Gänse in Hülle und Fülle werde ich fangen. Die werde Auge machen. Auch die Hase hole ich mit diesen langen Beinen mühelos ein. František schlich sich mit der Gehmaschine an. Auf dem Teich schwammen 7 ahnungslose Wildgänse. Der Fuchs watete leise immer weiter in das Moor hinein. Doch mit einem Mal blieb die Gehmaschine stehen. Sie war im Sumpf stecken geblieben. So viel der Fuchs auch an den Hebeln rüttelte, die Gehmaschine bewegte sich keinen Schritt mehr weiter. Die Wildgänse hatten den Fuchs längst schon bemerkt und waren weggeflogen. František musste wohl oder übel von der Maschine steigen und an Land schwimmen. Schwer vergrämt ging er nach Hause, um sich in die Sonne zu legen, damit sein Pelz trocknet. Die Gehmaschine stand bis über die Waden im Wasser und so blieb sie den ganzen Herbst und Winter überstehen. Niemand kümmerte sich um sie. Nur die Krähen hockten sich manchmal auf den Sitz und rätselten hin und her, wofür dieses Ding wohl gut sei. Der Winter verging und auch der Frühling. Und dann kam der Sommer. Es wurde der heißeste Sommer seit 1000 Jahren. Ja, es müssen 1000 Jahre gewesen sein. Der Sumpf trocknete vollkommen aus. Die Pflanzen und Bäume wurden alle dürr. Die Tiere mussten in andere Gegenden auswandern. Solche Auswanderer, die beiden Mäuse Flips und Mutius, fanden eines Tages die Gehmaschine, die nun auf dem Trockenen stand. Eine Fußauto, eine Fußauto, riefen sie. Wie bestellt, genau richtig für uns. Und sie luden ihr Sack und Pack vom Handwagen auf die Gehmaschine und spazierten fröhlich pfeifend durch das ausgetrocknete Land. Je weiter sie gingen, desto wüster wurde die Gegend, bis sie in der richtigen Wüste waren. Hier gab es nicht einmal mehr dürre Bäume. Nur Sand sahen sie und dann und wann riesige Kakteen. Ohne das Fußauto wären wir jetzt verloren, sagten die Mäuse zueinander und hofften, dass die Wüste bald zu Ende wäre. Dann trafen sie ziemlich am Ende der Wüste einen Gepard, ein Känguru, einen Strauß und einen Hasen. Die 4 wollten einen Wettlauf machen, um herauszufinden, wer von ihnen der schnellste war. Der Gepard hatte die Sache in Gang gesetzt, denn er war ein eingebildeter Kerl, der immer wieder beweisen musste, dass er der schnellste war. Der Strauß meinte, gute Chancen zu haben, diesmal den Gepard zu schlagen. Auch die anderen Tiere waren nicht gerade langsam und so hatten sie sich an diesem Morgen zum Wettlauf eingefunden. Dürfen wir mitmachen? Riefen Flips und Muntius, die beiden Mäuse. Meinetwegen, erwiderte der Gepard und musterte die Gehmaschine mit verächtlichen Blicken. Der Strauß, der Hase und das Känguru hatten ebenfalls nichts dagegen. Auf das Signal. Achtung! Fertig! Los! Stürmten alle Teilnehmer los. Das Ziel war ein hoher Kaktus am Rande der Wüste. Der Gepard setzte sich sofort an die Spitze, dicht gefolgt vom Vogelstrauß. Dann, mit etwas Abstand, kam das Känguru, nach ihm der Hase und ganz zuletzt die Mäuse auf der Gehmaschine. Ich finde den Steiger nicht, ich finde den Steiger nicht, rief Muntius verzweifelt. Lass mich probieren, lass mich probieren, sagte Flips und drückte den rechten Hebel tief hinunter.
die Gehmaschine heute auf und sauste mit solchen Riesensätzen davon, dass den beiden Mäusen hören und sehen. Hatten die Mäuse im Nu, hatten die Mäuse alle Tiere überholt, auch den Geparden. Und beinahe hätten sie den Zielkaktus niedergerannt. Gewonnen! Riefen die beiden Mäuse. Wir haben gewonnen! Bravissimo! Nach einer guten Weile kamen die anderen Läufer beim Kaktus an. Der Strauß lief vor dem Gepard ins Ziel. Endlich hatte er ihn besiegt. Der Gepard war so verdattert gewesen, dass ihn die Gehmaschine überholte, dass er fast das Laufen vergessen hatte. Jetzt schrie er, der Wettlauf geht nicht. Ich laufe doch nicht mit einer dämlichen Maschine um die Wette. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, Geherst. Die anderen Tiere freuten sich heimlich, dass der Gepard so wütend war und anerkannten die beiden Mäuse als Sieger. Der Gepard konnte brüllen, wie er wollte. Niemand wollte den Wettlauf wiederholen. Flips und Muntius übernachteten bei einem großen Stein. Als sie fest schliefen, kam der Gepard angeschlichen und entführte die Gehmaschine. Er wollte sich rächen. Der Gepard brachte die Gehmaschine weit weg an einen steilen Felsabhang und stieß sie hinunter. Zufrieden hörte er ihren krachenden Aufprall, dann schlich er davon. Die Gehmaschine hatte sich von dem Sturz ein Bein gebrochen, doch sonst war sie heil geblieben. Die beiden Mäuse suchten sie am Morgen und waren ganz traurig, als sie sie nirgendwo fanden. Zum Glück waren die fruchtbaren Gegenden nicht mehr weit, sodass sie auch ohne Gehmaschine nicht in Schwierigkeiten kamen. Traurig waren sie dennoch. Die Gehmaschine, die fand zwei Wochen später ein alter, lahmer Bär. Er hängte auf einem Bein und war unterwegs zu seinen Verwandten in den Bergen, wo er seinen Lebensabend verbringen wollte. Er kam nur mühsam vorwärts und als er die Gehmaschine entdeckte, kam sie ihm wie ein Himmelsgeschenk vor. Der Bär schiente das gebrochene Bein der Gehmaschine mit einem Ast und setzte sich dann auf den Sitz. Er bewegte die Hebel, die Maschine funktionierte tadellos. Glücklich wanderte der lahme Bär mit der Gehmaschine in Richtung Gebirge. Doch am zweiten Tag seiner Reise machte die Gehmaschine plötzlich sput, 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 Platz und blieb wie angewurzelt stehen. Der Saft war ihr ausgegangen, hatte einfach keinen Treibstoff mehr, was ja auch kein Wunder war. Oh, was für ein Glück und Zufall, dass Emanuel Orthopädius gerade in dieser Gegend wohnte. Emanuel hatte den Bären auf der Gehmaschine schon von weitem gesehen und kam nun daher spaziert. So was, wunderte er sich, dass ich meine gute alte Gehmaschine noch einmal wiedersehe, hätte ich nicht gedacht. Der lahme Bär erzählte Emanuel, wie er die Gehmaschine gefunden hatte und dass sie nun kaputt wäre und dass er nicht wüsste, wie er jemals die Berge erreichen sollte. Emanuel Orthopädius lachte. Ich habe die Gehmaschine erfunden, alter Bär. Sie ist mir vor langer Zeit gestohlen worden. Doch jetzt gehört sie dir. Ich schenke sie dir, denn du brauchst sie dringender als ich. Ich weiß auch, was der Maschine fehlt. Wasser und Baumtomatensaft. Warte ein bisschen, ich komme gleich wieder. Emanuel ging zu seinem Haus und kam mit einem großen Kanister Treibstoff zurück. Den füllte er in die Gehmaschine und der lahme Bär konnte seine Reise fortsetzen. Er bedankte sich viele tausend Mal
und war bald darauf hinter den Hügeln verschwunden. Emanuel Ortopedius war froh, dass seine Gehmaschine einen Besitzer gefunden hatte, der sie so gut gebrauchen konnte. Sein Rheumatismus plagte ihn zwar immer noch von Zeit zu Zeit, doch Emanuel Ortopedius würde nicht Emanuel Ortopedius heißen, wenn er nicht inzwischen schon wieder eine... Und hier, an dieser Stelle, hat die Geschichte einen Haken. Liebe Kinder, wenn ihr nun auch so tolle Ideen habt wie Emanuel Ortopedius, dann zeichnet oder malt oder schreibt einfach eure Ideen für eure Wundermaschine auf und lasst sie uns zukommen. Wir würden uns sehr freuen. Nun wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Euer Papi Knapp. Thank you.